Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Kleines Wett drin, Budenbrook. Wer zuerst unten an der Traube ist. Wer zuerst an der Trabe ist! Los! Komm! Schön ist das jedes Mal. Es ist wie in einem Schauspiel, in dem wir alle mitspielen. Auch die Buddenbrooks. Haltung. Disziplin. Gleichgewicht. Grünlich hat er ein Versprechen. Gar nichts habe ich ihm versprochen. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen. Du schuldest deinen Eltern den Gehorsam. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen. Ist es nicht so, dass man den Menschen heiraten sollte, den man liebt? Nicht unbedingt, Thomas. Der älteste Sohn Thomas führt nun vollverantwortlich die Geschäfte der Firma Buddenbrook. Du darfst die englische Geschäftswelt kennenlernen. Das Geld will sich vermehren. Wie Sie das sagen, als ob es lebendig wäre, das Geld. Wie satt ich das alles habe? Haltung, Gleichgewicht, Disziplin. Sie sind aber für gar nichts bange. Gratuliere zum Stammhalter. Jetzt wird alles gut, Tom. Der Senat hat Sie in offener Wahl zu seinem Mitglied gewählt. Nehmen Sie die Wahl an. Ich will Gerechtigkeit üben. Gegenüber jedermann, so wahr mir Gott helfe. Du bist eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie. Halten Sie da! Aber du stehst doch, Glenn. Gehört das alles euch? Familienbesitz. Hat sie gesagt, was sie hier will? Schuschu, ich weiß nicht. Du hast niemandem von mir erzählt, stimmt's? Oder weiß irgendeiner, wer du bist? Wie hast du mich gefunden? Und warum hast du nicht gleich gesagt, wer du bist? Was willst du mit dem Kram? Warum hast du es hierher geschleppt? Ich dachte, dass mir sonst keiner glaubt. Das willst du wissen. Was passiert ist? Ja, ich muss vielleicht verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal packe, wenn es wirklich so weit kommt. Ich habe niemanden abgeknallt. Du bist feige, Jutta. Ich gehe nicht in den Knast für etwas, was fast 30 Jahre her ist. Hör auf! Was soll ich tun? Sag es mir! Wissen, was du getan hast, Judith! Wie lebt man mit sowas? Was willst du? Das was möchtest du? Steh auf, komm, steh was auf! Und sag endlich mal eins! Weißt du, wie das ist, wenn man keine Ahnung hat, wo man herkommt oder wer man ist? Du stehst vorm Spiegel und du weißt nicht, man muss nicht morgens um 10 schon saufen. Das muss man wirklich nicht. Weiß nicht, ob du zufällig mal einen lockeren Blick in deinen letzten Rentenbescheid geworfen hast. Du bist nicht mehr 25. Hier steht's bis hierhin, mein Freund. Schlafen, er hat die ganze Nacht gearbeitet. Tobias, wenn du mich nur halb so viel liebst wie ich dich, schaffen wir das. Ja.
stehen? Bist du bereit? Ja! Bist du bereit? Ja! Na dann los! Was ist denn eine Therapie? Das ist irgendeine eine modische Erfindung. Ey, Sie, ein Bier. Ein Bier und dann gehen wir. Ja. Na los. Ich bin voll, aber wertvoll. Ich bin wertvoll. Ja, kann ich ja mal eine Zeit lang einfach nicht mehr trinken. Vamos a matar, compañero! Veo tanto el aire en los sombreros. Vamos a matar, compañero. Guck mal, Kanzler Papa. Mein Neffe. Oh, nee. Also, ich erkenne da gar nichts. Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max. Nee, mir ist zu häufig. Luca? Nein. Donald. Fängt mit A. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller. Asterix. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Adolf. Genau. Echt jetzt? Wie Adolf? Hitler? Sag mal, bist du bescheuert? Du musst es nicht gleich austicken, nur weil wir einen besonderen Namen ausgewählt haben, sind wir noch lange nicht bescheuert. Guck mal. Hebt ihr nicht sogar den rechten Arm? Wenigstens mit PH? Und nicht gleich mit Accent aigu. Adolf. Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung. Pumuckl aber hat nicht halb Europa ausgelöscht! Wann wollen wir eigentlich essen? Hm? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Wir dachten, die Anspielung gefällt euch. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Fick dich! Wow, wow! Du bist ein pseudo-intellektueller Poser. Jemand Nachtisch? Ihr denkt, ich bin schwul. Aber ich bin nicht schwul. Hast du wen kennengelernt? Und wie ist die so? Jemand, den du kennst. Nee, oder? Es läuft schon so lange, sag's ihm. Oh mein Gott. Und dann haben wir miteinander geschlafen. Um im Mittelpunkt zu spielen. Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Ihr könnt mich alle mal! Mama, nimmst du etwa Drogen? Ich kiff doch nur. Hör jetzt auf zu trinken. Ich fang gerade erst an. Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Caius und Antigone nennt. Oh.
Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.